Gewalt und Verrohung der Sprache hilft nur der feste Glauben an einen stabilen, mutigen Gemeinsinn, an das Zusammenstehen unzähliger verschiedener Charaktere, die eine offene, friedvolle und lebendige Gesellschaft wollen. Die Wucht und Kraft dieses Gedanken und Gefühls eint uns und ist der Motor und Kern unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wir bestärken und immunisieren uns gegenseitig gegen jede Art von Rassismus, Verunglimpfung und Beschimpfung. So wie heute hier, das sind wir. Wir sind die tausenden Seelen, die sind die Menschen mit unterschiedlichsten internationalen Geschichten, die dieses Land gemeinsam schultern und es zu dem gemacht haben, was es heute darstellt. Hier darf sich jeder offen äußern über seine Sorgen und Zweifel. Hier wird jedem Respekt entgegengebracht. Hier wird jeder, der verfolgt und fliehen musste, beschützt und geborgen. Wer meint, die Gunst der Stunde nützen zu müssen, um Furcht und Fremdenfeindlichkeit zu verbreiten, hat sich geschnitten, kommt ein Jahrhundert zu spät. Menschen jeder Herkunft verbal und körperlich anzugreifen, zu bedrohen und zu schmähen, ist extrem feige, widerlich und ein übles Verbrechen. Wir sind ein sehr, sehr junges, zerbrechliches Land und wir haben uns unsere Freiheit über Jahre sorgsam gemeinsam erarbeitet. Sie ist nicht selbstverständlich oder in Stein gemeißelt. Sie ist sehr anfällig und erfordert jeden Tag einen erneuern, stabilisierenden Einsatz. Und im Moment vielleicht zum ersten Mal, so als mir geht, ich bin ja 62, enorm viel Stehvermögen und Kraft und Ruhe. Geduld sollte unser zweiter Vorname werden. Wir stehen auf dem Prüfstand und es gilt viel zu verteidigen. Niemand ist deutscher als andere. Es gibt nicht das Deutschland, sondern es gibt Millionen Deutschlands. Und das ist die untrennbare Schönheit dieses Landes. Die unterschiedlichsten Sehensweisen, Lösungen, Gedanken, Kulturen und Rätsel sind der Treibstoff für unser zukunftsweisendes Zusammenleben. Wenn man sich sorgt, rückt man zusammen und dividiert sich nicht gehässig auseinander. Dieses Land hier gehört uns allen gemeinsam. Das bleibt so. Darüber sollten wir uns freuen. Und es kann sogar noch viel, viel besser werden. Wir haben gerade erst angefangen. Auf geht's zusammen. Am Strand unter Palmen und dort, wo das Herz meiner Großmutter schlägt.